Ich befinde mich heute hier draußen, um euch so ein bisschen auch die Natur mitzugeben. Heute so ein bisschen das schöne Wetter auch mit reinzubringen in das Video. Hinter mir ist dann eine Fernverkehrsstraße. Hier sind ein paar Vögel auch im Busch und spielen die Kinder, die ein bisschen vorbeilaufen. Also davon bitte nicht stören lassen. Das Sigma 105mm Blende 1.4. Ich werde nicht von Sigma bezahlt, dieses Video durchzuführen. Das gleich vorab. Ich bin so begeistert von dem Objektiv, dass ich es unbedingt für euch an der EOS 200D mal ausprobieren wollte. Und kleines Fazit vorab, es ist mega, mega gut. Es macht seinem Namen wirklich alle Ehre und die Betitelung Meister des Bokehs kommt hier wirklich komplett zum Tragen. Das Sigma 105mm Blende 1.4 ist typischerweise ein Teleobjektiv. Es hat keine Makrofunktion, aber durch die große Offenblende von 1.4 könnt ihr natürlich perfekt freistellen. Ich habe das für euch mal getestet und zwar in einem Video mit der 200D, das blende ich jetzt mal ein. Und zwar zeige ich euch die Entfernungsskala von Blende 1.4, bewege mich also zur Kamera hin, beziehungsweise von der Kamera wieder weg. So könnt ihr sehen, wie es sich bei engen Porträtbereichen verhält und wie es sich bei halbem Oberkörper beziehungsweise kompletten Oberkörper draußen verhält. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr bei Blende 1.4 perfekt freistellen, ob enge Headshots oder Ganzkörper, gar kein Problem, ihr könnt das perfekt draußen machen. Selbst bei Blende 5.6 könnt ihr hier immer noch etwas freistellen und vor allem ist ja aufgefallen, dass das Bokeh immer noch sehr, sehr gut ist. Also ihr habt ein wunderschönes, smoothes Bokeh im Vordergrund und im Hintergrund. Also wirklich sehr exzellent für dieses Objektiv. Ich habe für euch außerdem noch ein paar Fotos geschossen und zwar ganz langweilige Blumenbilder, aber die sollen mal ein bisschen zeigen, wie der Vergleich zu dem 100mm Makro von Canon so aussieht. Und zwar schaut euch bitte nicht nur den Hintergrund, sondern vor allem auch den Vordergrund an. Dann seht ihr, dass dieser mindestens genauso smooth ist wie der Hintergrund. Auffällig ist auch, dass das Makro mit Blende 2.8 als Maximaloffenblende schon eine etwas geringere Unschärfe hat und auch eine etwas unruhigere Unschärfe für meine Begriffe, für meinen Geschmack, als das Sigma. Jetzt lässt sich natürlich immer ein bisschen drüber streiten, wem gefällt welches Bokeh. Der eine sagt, ich möchte es besonders unruhig haben, das ist halt ein spezieller Look. Die anderen sagen, ich möchte es sehr smooth haben. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was du möchtest in deiner Fotografie, was dir gefällt und ja, was du vielleicht auch ein Stück weit gewohnt bist. Ich finde das Bokeh hier sehr, sehr gut. Mir gefällt es von all den Objektiven, die ich bisher habe, am besten. Und ich muss sagen, selbst mein 70-200 stinkt so ein bisschen dagegen ab, weil das Sigma hier echt einen mega Bokeh erzeugt. Jetzt kommen wir nochmal zur Handhabung. Und zwar ist das Objektiv sehr schwer. Es wiegt 1,6 Kilogramm. Dessen solltest du dir bewusst sein. Und es kostet auch eine ganze Menge Geld. Momentan liegt es, glaube ich, bei 1.300, 1.400 Euro am Markt. Das heißt also, es ist weder leicht noch günstig. Sigma selbst sagt, es ist geeignet für Landschaften, für Porträts, für Street Photography. Ja, dafür ist es geeignet. Ich glaube aber, dass der Einsatzbereich vor allem bei Hochzeitsfotografen wie mir zum Beispiel liegt, beziehungsweise wer Menschen oder Tiere fotografieren möchte, da wird sich wahrscheinlich eher mal so eine Linse anschauen, weil man, wie gesagt, sehr schön freistellen kann und einen wunderbaren Look erzeugt, den nicht jeder bieten kann. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, warum kann man denn auch keine Landschaft damit fotografieren? Kann man auch, natürlich. Das Tolle ist bei langen Brennweiten, man hat dann so einen Kompressionseffekt im Bild und das kann auch nochmal einen sehr speziellen Look erzeugen. Ich war auch in verschiedenen Städten unterwegs, habe das mal ausprobiert und ich muss sagen, ich habe das sonst mit dem 100mm Makro gemacht und mit dem 105er muss ich sagen, ist es auch sehr, sehr gut geworden. Das Tolle ist, man kann so ein paar spezielle Effekte erzeugen, indem man vielleicht eine Blende 1.4, 1.8 nimmt bei der Brennweite statt Blende 8
und hat vielleicht noch einen ganz speziellen Look wieder im Foto drin. Ansonsten ist das Objektiv natürlich nicht nur sehr schwer und sehr teuer, sondern man muss sich schon überlegen, wie man es einsetzt. Wenn du jetzt sagst, du möchtest manuell komplett damit arbeiten, über einen Adapter an einer spiegellosen Kamera, das geht. Das geht auf jeden Fall, das funktioniert auch sehr gut. Ich glaube aber, dass man damit sehr schnell bewegende Kinder oder Tiere weniger gut fotografieren kann. Der Autofokus wird an der A7R auch übernommen. Das habe ich auch getestet für euch. Dieses Canon-Modell des Objektivs unterstützt dann auch den Autofokus an der Sony. Er ist nicht mehr so schnell wie an der Spiegelreflex, aber reicht für normale Portrait-Shootings oder Landschaftsshootings allemal auf jeden Fall aus. Dann vielleicht noch ein kleiner Größenvergleich, und zwar hier das Sigma. Und hier haben wir die Kit-Linse zur EOS 200D. Offensichtlich gibt es da eine Menge Unterschiede. Kleiner, leichter, günstiger, größer, schwerer und viel teurer und massiver. Ich glaube, wer gerade so Reisefotografie macht, wird sich dann eher für ein kleineres Objektiv entscheiden. Ich muss aber sagen, meine Lieblingsfotos der letzten Wochen und letzten Tage habe ich vor allem mit dem Sigma gemacht. Und ich glaube, ich würde sogar für eine Reise eher das Sigma mitnehmen, obwohl es größer und schwerer ist, weil es eben so einen tollen Look erzeugt und weil es so ein tolles Bokeh hat, wo ich wahrscheinlich mit einem kleineren Objektiv nicht den Look hätte und auch weniger zufrieden wäre. Was nicht heißt, dass die kleineren Objektive schlechter sind, um das an der Stelle zu sagen. Der Look des Objektivs ist wirklich so gut, so genial. Also wer es noch nicht hatte, der soll es mal in die Hand nehmen. Oder lieber nicht, weil dann willst du es, glaube ich, haben. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, für wen Sigma dieses Objektiv gebaut hat. Ich denke, dass es weniger für die jungen Familien gedacht ist, die gerade Eltern geworden sind oder wer seine Kinder beim Indoor-Handball fotografieren möchte, sondern dieses Objektiv ist eher für die Portrait-Fotografen gedacht, die Menschen begleiten, die Hochzeiten begleiten, die vielleicht Fashion-Shootings machen draußen irgendwo. Ich glaube, dafür ist das Objektiv sehr gut geeignet und sehr prädestiniert. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust auf dieses Objektiv machen. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie toll dieses Objektiv ist. Ich hatte eine Menge Freude damit. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gezeigt, dass man auch mit offenblendigen, großen, schweren Objektiven kleine, günstige Kameras genauso gut bedienen kann und dass man damit tolle Fotos machen kann. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hier, abonniere meinen Kanal. Viel Spaß beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!